Recluse ist scheiße. Also für Supermoto. Servus Leute, was geht ab und willkommen zu einem weiteren Video hier von mir aus Bangkok. Und ihr seht schon das kranke Teil, Husqvarna FE 450, haben wir gerade mal so ein bisschen leihweise bekommen, sag ich jetzt mal, für ein paar Stunden, diesmal nicht länger leider, aber ist von dem jungen Herrn hier hinten auf dem Roller drauf und diesmal absolut gemoddet. Ich habe schon Mate gesagt, ich bin ja nicht so der Spezialist im Supermoto-Business, deswegen habe ich mir den Mate hergeholt und habe gesagt, komm, erzähl mal ein bisschen was über das Ding. Ich sehe auf jeden Fall schon, der Krümmer ist definitiv, warte mal, den Lüfter kommen wir später mal dazu, kann ich mal ausschalten. Der Krümmer, habe ich gesagt, du kriegst den eigentlich nicht hin, ne? Der ist nachmodifiziert, also sprich, die haben den mit Flammen irgendwie heiß gemacht. Genau. Wenn du den kaufst, ist der nicht so blau, der wird beim Fahren auch schon, also so bis hier wird er auf jeden Fall blau, ja. Kommt drauf an, ne? Aber er hat den nochmal halt nachbearbeitet. Ja, also auf jeden Fall, ihr seht schon, FMF, komplette Lage mit Powerbomb oder Megabomb, was ist jetzt wieder der Unterschied? Powerbomb, okay, dann was haben wir noch, ihr seht schon, Recluse Kupplung nachgerüstet, aber wir haben gerade schon drüber gesprochen, wir sind hier schon zur Tankstelle gefahren, macht eigentlich für Supermoto ja nicht so viel Sinn, ist für mich aber mega witzig, dass ich bin noch nie so eine Recluse-Kupplung gefahren, du kannst wirklich jeden Gang einfach drin lassen und die geht halt einfach nicht aus und du kannst mit dem Ding auch anfahren. Genau, er hat auch von Recluse das Bremskit, also er hat hier den Hebel für Hinterradbremse mit der linken Hand. Ach, das ist auch von Recluse? Ja, das ist die, wo du halt aufpassen musst. Da kannst du immer nur einen Hebel gleichzeitig, entweder Fuß oder Hand. Okay. Beide gleichzeitig hast du keine Bremse. Okay, okay. Das ist nämlich so ein bisschen der Nachteil an dem System. Was ich da noch gesehen habe, was er mir auch erklärt hat, ist ziemlich witzig. Also, er hat hier so, ich finde, das schaut richtig edel aus, dafür, dass das so nachgerüstet ist. Hat er hier einmal das Licht auf der Taste, dann hast du so einen geilen LED-Ring drum. Und rechts ist der Lüfter. Ich weiß nicht, ob ihr den hört. Geht der Lüfter an. Also, finde ich, ist richtig geil gemacht, ist richtig edel. Und wir stehen hier übrigens an der Tankstelle, hoffentlich stören wir hier keinen, wir haben einfach mitten drin stehen. Genau, was haben wir denn noch verbaut? LED-Scheinwerfer. Genau, der ist ja anscheinend auch nicht Standard, das wusste ich gar nicht. Powerparts jede Menge. Alle? Der ist nicht standardmäßig, der kostet über 300 Euro. Was? Das Ding hier? Ja. Ach was, okay, krass. Was ich hier, das kannst du mal zeigen, das hat mich ja gefreut. Da ist mein Schrauber jetzt aufgegangen. Ah ja, die kenne ich auch. Schön verzwirbelt, das ist quasi der Sicherungsdraht. Und ich finde allgemein, das sind schon viele schöne Teile, wo man sagt, die sind, das ist schön clean gemacht, gell? Also das ist schon, ja. Der hat sich schon was dabei gedacht. Hier sehe ich noch eine Temperaturanzeige. Und ansonsten steht das Ding gut da. Gut, ne, die Bremsscheibe, die Bremszange. Ja, die hast du hier so. Das sind keine, die du bei uns kennst, die Hersteller. Das ist wahrscheinlich hier irgendwo, wenn du auf AliExpress so eine Scheibe bestellst oder so. Kriegst du die. Ich will es jetzt nicht unterstellen, aber ich glaube, die sind da relativ nah dran. Wobei ich sagen muss, dass die Bremse echt gut geht. Also ich finde, die hat einen ganz guten Zug. Besser als die 500er. Die wir schon gefahren sind. Naja, sei es drum, ich würde sagen, wir steigen jetzt einfach mal auf und fahren mal ein bisschen rund um Bangkok. So, Licht an, Lüfter an. Ich fühle mich wie so ein Düsenjet-Pilot. Laut ist das Ding. Unter Tankstellen ist ja sowieso immer geil. Unter den Dächern, da scheppert das immer so. Ja, ja. Und es ist geiles Licht. Also es kommt auf jeden Fall noch auf meinem Instagram-Kanal. Ein geiles Foto mit dem Bike bei Tankstellen. Kann man sich bei uns gar nicht vorstellen. Ich denke, das kam dann schon. Ja, sehr wahrscheinlich. Also David und der Besitzer der Husqvarna, die fahren gerade vorne auf dem Roller. Die zeigen uns auch so ein bisschen den Weg. Und wir sind hier unterwegs und machen Faxen. Faxen, nein. Aber du hast natürlich ein ganz glattes Heimspiel mit dem Ding, mit der 500er, weil du hast ja selber auch eine. Schon sagen muss, also ich bin mal gespannt, wie die FE ist. Weil bei der finde ich die manchmal komisch eingestellt, also oder was heißt komisch, aber anders als meine. Zum Beispiel der Lenker ist ein bisschen steiler. Ja, hatte ich auch schon. Die Armaturen, dann die Hebel, dass die mit dem Ziehen, das ist halt immer, bei deinem eigenen Bike ist immer noch mal was anderes, aber klar, von der Ergonometrie und so ist das natürlich ein Heimspiel. Es ist schon ähnlich, ja. Ja. Also ich fühle mich auf jeden Fall sehr wohl auf der Husqvarna. Würde auch sogar fast sogar sagen, dass ich mich einen Ticken wohler fühle als auf der 500er, bin ich ja schon gefahren.
alles ein bisschen straffer irgendwie gefühlt. Und du hast natürlich den ends geilen Sound hier, finde ich. Noch ein Ticken geiler als der Leo, finde ich. Ja, ja genau, wir haben jetzt noch geguckt, ist das ein Leo. Ja, stimmt. Bei der letzten Bahn gar keiner. Also ich kenne keinen, der Leo fährt. Viele Leute, die Supermoto fahren, ja, der einen Leo dran hat. Kein einziger. Aber ich hätte ihn auch irgendwie nicht so erkannt. Der schaut auch so ein bisschen auf den ersten Blick aus wie so ein, so ein Nachbau-China-Ding, ne? Wir haben irgendwie beide drauf getippt. Aber ja, klingt schon schön und auf jeden Fall laut. Laut sind sie auf jeden Fall hier alle, weil keiner mit DB-Killer fährt. Das kennen die hier auch, glaube ich, gar nicht. Oh, das sieht nach U-Turn aus hier. Ah, das Ding lässt sich schon richtig geil wheelen. Also, ich habe richtig geile Kontrolle mit dem Teil. Du merkst halt, dass das Fahrwerk ist so schön straff. Okay. Ja, also da darf man sich auch nicht wundern. Haben wir übrigens auch schon mal ein paar machen müssen, weil wir auch ab und zu mal die Ausfahrt verpasst haben, aber ist ja einfach so. Boah, das mit einer Hand, das ist so krass. Oh, bist du gekippt? Aber also mit der fühle ich mich echt noch wohler als auf der 500er, muss ich sagen. Ich weiß jetzt nicht, ob er hier wieder drehen will oder? Ja, also ich glaube, ich kenne mich ja langsam schon ein bisschen aus hier. Ja, es hätte auch sein können, dass er wieder Bilder machen will. Ach so, ach ja, stimmt, hier ist ja wieder diese Brücke. Kennt vielleicht auch der eine oder andere von unserem Instagram-Account. Boah, die lässt sich aber richtig gut kontrollieren, ey. Boah, mit der könnte ich mir echt vorstellen, Kennzeichen zu schleifen. Also halt zu scrapen. Muss sagen, die habe ich Vertrauen auf jeden Fall. Ja, ich bin gespannt. Ja, werde ich jetzt auch nicht bringen, den Teil hier zu scrapen. Und ich habe es vorher noch nie gemacht. Dann wirst du auch garantiert das nicht schaffen. Weil, also Kennzeichen ist das eine, Plastik ist doch nochmal ein bisschen was anderes. Ich weiß schon. Bist du schon ich weiß auch, dass mein Kennzeichen definitiv... Dein Heck ist länger, ne? Ja, also bei meiner Honda auf jeden Fall. Boah, aber die ist richtig geil zu wheelen. Ohne Scheiß, muss ich sagen. Taugt mir richtig geil. Ja, richtig gut. So, ab geht's auf die Autobahn. Oh, der Reifen ist glaube ich schon wieder ein bisschen durchgedreht. Naja, das war so ein bisschen... Gripniveau semi-geil. Aber da könnte man sich auch ein bisschen dran gewöhnen, oder? An so laute Auspuffrohre und keine Spiegel, keine Blink. Irgendwie hat's was. Das Komische ist halt, das wie zu Hause. Ach stimmt, du fährst da so ein bisschen Outlaw-mäßig unterwegs. Ich wohne ja nicht in der City. So, Leute, ihr könnt auch mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr mehr feiert. Seid ihr mehr so der KTM-Typ oder mehr der Husky-Typ? Was feiert ihr mehr? KTM XT500 oder Husqvarna FE450? Übrigens, die Thais sagen hier alle Husqvarna. Das ist auch ziemlich witzig. Husqvarna. Noch geiler finde ich aber halt in Italien zu KTM. KTM. Kapatei. KTM. Auch geil. Das ist Hammer. Boah, also da könnte ich mich dran gewöhnen hier an das Setup. Ist auf jeden Fall auch nicht schlecht. Schon sehr gut aus, ja. Bin mal gespannt, wie die Bilder ausschauen. Also laut ist er auf jeden Fall. Ich glaube, der ist fast sogar lauter als das Ding, das ich hier dran habe. Ja, ist halt eine Komplett, ne? Ach so, stimmt. Aber meiner doch auch. Nee, deiner ist ein Komplett. Ja, aber deiner ist lauter, glaube ich. Naja, das glaube ich nicht.
das ist irgendwie so witzig, wenn du weißt, dass der Besitzer von der Maschine gerade neben dir am Roller hockt und zuschaut. Ja, ich war jetzt zu erwarten. Links. Hab ich doch gehört, alles gut. Ja, ich dachte, bevor du jetzt... schön wieder hoch. Sag ich's lieber mal. Der Fahrer ist übrigens David, falls ich den vorgestellt habe. Ich glaube, mittlerweile kennen ihn auch langsam alle. Das ist hier unser Tourguide. Ich glaube, ab nächsten Jahr bietet er Bangkok-Reiseführer an. Aber die hat zwar auch eine Left-Hand-Brake, aber ich kann mich gerade nicht... Ich hätte jetzt irgendwie keinen Bock, mit der Left-Hand-Brake zu arbeiten. Nee, wenn du das auch nicht geübt hast oder vorher noch nie gemacht hast. Na, ich habe an meinem Pitbike habe ich eine Daumenbremse. Was anderes. Und Daumenbremse, ich weiß nicht, ob alle Leute das Video kennen, aber mit der Daumenbremse und Pitbike hat es mich letztens gelegt. Ich würde sagen, wir tauschen jetzt einfach nochmal Bike und dann haben wir auch das... Ein paar Bilder machen für genau. Ihn hier. Er wollte ja, glaube ich, welche hier haben. Und dann tauschen wir Bike und dann sehen wir mal, der direkte Vergleich ist eigentlich wirklich der geilste. Von daher, ich zeige euch nochmal schnell den Spot hier. Da haben wir die ganzen Bilder gemacht. Also weil viele auch geschrieben haben, oh, das ist Fake oder Photoshop oder so. Hier die blauen Lichter und so, das kommt wirklich richtig krass. Also, ich würde sagen, ich schnipse jetzt einfach mal schnell und dann bin ich auf der KTM. So Leute, wie ihr vielleicht gemerkt habt, oder wahrscheinlich merkt man es, ich habe es eh rausgekattet, auf jeden Fall ist wieder meine Sehne ausgegangen. Und ich mache jetzt hier schnell den Schluss mit der GoPro. Also, wie gesagt, kurz mein kleines Fazit, wenn man die so ein bisschen vergleicht. Ich würde definitiv zu Husqvarna tendieren. Die ist aber auch ein bisschen teurer aufgebaut, da hat natürlich mehr Kleinigkeiten drin. Mel, willst du noch was kurz dazu sagen? Ein Schlusswort. Recluso ist scheiße. Also für Supermoto. Enduro ist das, also kann ich mir vorstellen, das ist echt eine Riesenhilfe und bestimmt ja, toll. Ja, wenn du im Wald stehst. Und dann bestimmt auch Geschmackssache, aber also auf einer Supermoto kann ich damit echt nichts anfangen. Ich würde trotzdem sagen, das war's für ein Video. Gib ein Video und ein Like, wenn es dir gefallen hat. Checkt auch mal Mate aus. Machst du überhaupt ein Video? Mal gucken. Wenn, okay. Ich setz mich mal ran. Wenn es mir gefällt, wenn ich denke, ja, das wird geil, dann ist alles so. Nee, check lieber mal sein Instagram aus. Das ist eigentlich interessant. Das stimmt bestimmt auch, wenn man es. Er macht ziemlich viel auf Instagram, macht sehr, sehr geile Bilder. Wie auch jetzt die Bilder, die an der Tankstelle entstehen. Kommentiert, subscribed und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.